Eine weitere Variante, um eure Glutealmuskulatur zu kräftigen, wäre der Pelvic Drop. Dazu stellt ihr euch zum Beispiel an eine Treppenstufe. Wir kräftigen jetzt in diesem Beispiel die rechte Seite. Genau. Hierbei geht es darum, dass ihr das Becken auf der freischwebenden Seite einmal abkippen lasst und dann über Aktivierung dieser Muskulatur das Becken wieder in die Ebene zieht. Genau. Intensiver könnte man diese Übung machen, indem man ein Gewicht auf die freischwebende Seite legt und dann die Übung weiter ausführt.